Tage allein in der Zelle, das klingt für mich jetzt relativ hart. Nein. Warum nicht? Der hatte ja zu tun, der musste ja studieren. Der hatte Zeit zum Grübeln und zum Lesen. Was war der Sinn dieser Maßnahme? Das war praktisch das, was ich sagte bei unserem Gespräch. Das Herausnehmen aus einer Sache und in eine neue Sache reinstellen, die völlig unbekannt ist. Das war die erste Sache. Und da hatte er erstmal 3 Tage zu tun, sich zu überlegen, warum hast du denn den, ich weiß nicht, welchen Wortschatz ich verwenden darf, warum hast du den Quatsch oder den Mist gemacht? Oftmals war das so und das war ja meine Meinung, die ich nannte. Ich hätte viele Dinge oder einige Dinge anders gemacht. 3 Tage oder 8 Tage, ist egal. 8 Tage in so einer Einrichtung lassen, in diesem Räumen. Da musst du ja zum Frühsport und zum allem raus. Und mit niemandem anders Kontakt, also außer einem Erzieher, mit der Gruppe nicht. Und dann wieder zurück ins Heim. Das wäre manchmal, in manchen Fällen, wäre das nutzbringender gewesen. Ich will nicht den Begriff Schock verwenden, aber es ist ein Schock. Der Jugendliche wird aus einer offenen Einrichtung, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, auch mit den Erziehern, und dann in eine solche Schocksache. Erstmal der Raum, wo er reinkommt, das gute Bett, was er hat, hat ja bloß eine Matratze und ein Holzbett gehabt. Ja, nicht mal eine Matratze, ne? Decken. Meines Wissens. Zum Zudecken gehabt. Ja. So. Und dann bloß die Lampe und den Spion in der Tür. Und das System wäre oft nutzbringender gewesen. Die konnten ja nicht mal rausschauen, oder? Da gab es ja so Sichtblenden. Nein, das Fenster war ja am Ende, aber es war ein Glasziegel. Sonst wäre ja das Theater gewesen, wenn die Glasziegel nicht drin waren. Dann wäre das schlimm geworden, und zwar die Krölerei nach von draußen und von drin und. Das hat alles seinen Sinn. Wenn manche auch denken, das ist Blödsinn gewesen, aber den Sinn hatte das. Wir wären nie zur Ruhe gekommen, das ganze Haus, wenn die Fenster offen gewesen wären.